Und jetzt reden wir über das Spiel, das an diesem Wochenende natürlich im Mittelpunkt stand, Leipzig gegen Dortmund. Denn da war bei Leipzig plötzlich der Mann Trainer, der es in der vergangenen Saison noch beim BVB gewesen ist, Marco Rose. Und ja, Tedesco weg, Rose da, ein 3:0-Sieg. Manchmal wirkt das alles so einfach. Und wir hören uns mal an, wie Marco Rose selbst dieses Spiel eingeordnet hat. Also erstmal sind das Profis und ich habe schon bei den Jungs auch gespürt, dass ihnen das natürlich selber auf den Sack ging. Keine Ergebnisse zu haben, das ist eine Mannschaft, die gewohnt ist, mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Die Kritik, die dann hinten dran hängt, die macht natürlich auch was mit den Spielern. Ich glaube auch, dass es den Spielern nicht gefallen hat, dass der zweite Trainer in dieser Saison innerhalb kürzester Zeit nicht in dieser Saison, sondern kürzester Zeit, dann auch gehen musste. Und dementsprechend haben sie sich möglicherweise auch in der Pflicht gesehen. Zudem haben wir natürlich auch darüber gesprochen, dass wir bei RB einfach für eine bestimmte Art und Weise Fußball zu spielen stehen. Und die haben die Jungs ja im Tank. Im Tank hatte Tedesco da vielleicht zu viel Diesel reingepackt und der passte nicht so zum Motor? Das ist das, was sie ihm vorgeworfen haben. Oder dass er zumindest nicht in den fünften Gang geschaltet hat, schnell genug immer. Sondern ist es wirklich manchmal so einfach? Alle sagen von außen, Mensch, RB spielt doch eigentlich einen anderen Fußball. Der Rose kennt den RB-Fußball, weil er in Salzburg war. Also setzt man den da hin und dann schlägt man Dortmund 13 und so einfach kann es doch nicht sein. Und das ist der, der am Stadtrand wohnt und vorher bei Dortmund war. Ich dachte, auf die Pointe, nee, doch, gibt es. Ist Fußball so einfach? Oder? Manchmal ist Fußball ganz einfach. Das ist ein bisschen die Mannschaft. Der Rose hat das schon jetzt sehr positiv bewertet nach dem Sieg, klar. Aber so ein bisschen mal rüber gucken. Also der Mannschaft hat die Art Fußball von Jesse Marsch nicht gefallen. Also dann müssen wir einen neuen Trainer holen. Dann kam Tedesco, das hat der Mannschaft anfangs ganz gut gefallen. Und jetzt hat sie offenbar nicht mehr so gut gefallen. Also okay, dann wechseln wir den Trainer aus. Das ist ein bisschen für anspruchsvolle Ziele ein bisschen ein Mechanismus, der nicht gut ist. Hat die Mannschaft gegen Tedesco gespielt am Ende? Das wenn man diese Diskrepanz sich anschaut? Es waren schon zwei Klatschen, sowohl in der Champions League als auch gegen Frankfurt und drei Tage später 3:0 gegen Dortmund. Aber das bis zum 0:1 glaube ich nicht, dass eine Mannschaft gegen Trainer spielt. Ich bin ja mit dem Feuer oder Lust, wie sie sonst spielen würden, aber bis zum 0:1. Und danach spielen sie nicht gegen den Trainer, aber wie wehrt man sich dann noch? Das kriegt dann so eine Eigendynamik und am Ende sagt man, wow, die haben gegen den Trainer gespielt. Das glaube ich nicht. Sie waren nur mit der Art Fußball nicht zufrieden. Das habe ich in Leipzig immer wieder gehört. Sie erinnert sich, wir waren zusammen beim Supercup und da habe ich auf der Tribüne, und ich hatte Leipzig so gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, komm, jetzt neue Saison, die haben doch Pokalsieg und so, tralala, alles ist doch gut hier. Gar nichts ist gut, gar nicht. Ein Geraune. So. Also die Zuschauer merken, oder Fachleute auf der Tribüne merkten das ja und dann passte das einfach nicht und dann musst du es ändern. Nur nochmal, auch da mit Minzlaff, so gelobt Leipzig für seine Transferpolitik in vielem und das war gut und die Mannschaft zusammengehalten und den Spieler geholt und den verkauft, alles gut. Aber nochmal, zwei Trainer innerhalb so kurzer Zeit, das ist nicht gut, einfach nicht gut. Wir hören uns mal an, was Oliver Minzlaff, der Macher von RB Leipzig, gesagt hat bei der Lage der Liga. Da war er bei den Kollegen Philipp Thiel und Walter Straten zugeschaltet. Ja, wie das auch so mit Rose angebahnt worden ist. Und es ist auch nicht so, dass wir ja wochenlang schon mit Marco in Gesprächen waren. Wir haben nach dem Eintracht-Frankfurt-Spiel mal mit Berater und Trainer dann Kontakt aufgenommen, und um einfach auch mal die Situation zu hören, wie es aussehen würde, falls irgendwas bei uns passieren sollte. Also da war jetzt natürlich auch nicht so viel Zeit für Vorbereitung. Dennoch, ja, glaube ich, ist das natürlich ein Vorteil, wenn du die Mannschaft noch vor wenigen Monaten oder einen Großteil der Mannschaft noch vor wenigen Monaten trainiert hast. Also Marco Rose hatte man schon mal nach dem Frankfurt-Spiel kontaktiert. Das ist in Ordnung? Ja, nee, das mussten sie ja machen, wenn du merkst. Also professionell und nicht hinterm Rücken von Tedesco, sondern. Also sie werden nicht gesagt haben, so willst du mitkommen, wir gehen mal Kaffee trinken an den Stadtrand und dann gucken wir, ob wir einen Nachfolger für dich finden. Aber der Tedesco ist ja auch nicht doof, der hat ja gemerkt, dass es nicht funktioniert. Und dass sie dann. Der Zeitpunkt, ob Tedesco, auch da hat man eine selektive Wahrnehmung, denke ich mal. Wenn man spürt, hier läuft irgendwas schief, aber man denkt, komm, noch,
nächste Woche, dann klappt das und dann wird das alles hier gut. Aber wenn sie es nicht gemacht hätten, das wäre unprofessionell. Du musst dich um Alternativen kümmern, wenn du siehst, dass eine Mannschaft dermaßen verdroschen wird. Die andere Personalie, die RB Leipzig beschäftigt, ist natürlich die des Sportdirektors. Geschäftsführer Sport wird es wahrscheinlich eher werden. Auch da Minzlaff in der Lage der Liga zu Max Eberl. Einen anderen Kandidaten, das hatte ich damals ja auch gesagt. Und der kam auch aus dem Ausland oder kommt auch aus dem Ausland. Und das war für mich dann schon das Gefühl, dass das dann klappen wird. Dennoch habe ich bei Max Eberl nicht locker gelassen, weil es natürlich für mich die absolute Top-Lösung gewesen wäre, wohl wissend, dass die Tür eigentlich noch nicht mal einen Spalt weit auf war. Und ich bin ein Stück weit hartnäckig geblieben und der Spalt ging dann irgendwann ein bisschen mehr auf, sodass ich gespürt habe, dass ich da vielleicht noch mehr Gas gebe. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir wollen, dass Max möchte und dass ich jetzt in den nächsten Tagen dann auch die Gespräche mit Herrn Schippers von Gladbach führe. Und dann gucken wir, ob wir zusammenkommen. Und wenn wir nicht zusammenkommen, dann müssen wir sicherlich nach einer anderen Alternative ausschauen. Liebe Fußballfans, wir geben ganz kurz ab in die Werbung und dann sind wir wieder für Sie da mit allen Themen. So, da sind wir wieder bei Reif ist live und machen weiter mit dem Spiel Leipzig gegen Dortmund. Schauen uns jetzt die Dortmunder genauer an, die mit diesem 0:3 natürlich einen herben Rückschlag erlebt haben. Und wir hören mal rein, was Edin Terzic, der Trainer, zu sagen hatte nach dieser Auswärtspleite. Ja, die Reaktion, die ihr dann gehört hattet nach dem Kopenhagen-Spiel, mir geht das dann halt einfach zu schnell. Nach dem Spiel gegen Werder Bremen war auf einmal wieder alles schlecht. Nach dem Spiel gegen Kopenhagen war einfach wieder alles wieder gut. Und das ist halt das, was ich angesprochen habe, dass wir uns natürlich über Lob freuen, wenn wir gute Leistungen gezeigt haben. Aber es bringt uns nichts, im September gelobt zu werden, sondern dass wir Ende Mai gelobt werden wollen, weil wir es konstant durchgezogen haben. Deshalb da so ein bisschen vorsichtig argumentiert hatte. Spricht hier diese fehlende Konstanz an, Herr Reif, die ja in den vergangenen Jahren immer schon das BVB-Problem war. Ein 2:3 gegen Werder, was keiner erwartet hatte. Jetzt ein 0:3 in Leipzig, 2x3 Gegentore in der Bundesliga. Zwischendurch ein knackiges 3:0 gegen Kopenhagen in der Champions League. Kopenhagen. Was ist dieses Dortmund-Thema? Es steckt doch so tief im Verein drin, dass kein Trainer der Welt außer einem gewissen Klopp seiner Zeit vor mittlerweile auch schon 10 Jahren. Da war der Name wieder, Klopp. Und das Murmeltierchen guckt ums Eck und sagt, Jungs, was, ich hab's euch doch gesagt, das ist wie immer. Natürlich ist das doch das dramatisch. 2x3 Gegentore mit einer Abwehr, die namhaft, glaube ich, ist das die Formulierung, die namhaft verstärkt wurde. Schlotterbeck-Süle, wir müssen drüber reden. Schlotterbeck-Süle. Und dann kriegst du 2x3 und wirst von den Leipzigern richtig hergespielt und bist auch so chancenlos. Also das war ja nicht so. Hat sie das überrascht? Wie? Ja. Dass das ein Pep reinbringen würde, Rose rein und mit all dem drumherum und dass die Mannschaft, das Rose hat es ja auch richtig gesagt, dass die Leipziger schlechtes Gewissen hatten, das hilft zuweilen, gerade bei so einem Initialspiel. Aber dass Dortmund, die wussten das ja, was da auf sie zukommt. Mit welcher Art, welcher Stimmung die kommen. Und dass du dann so wenig dagegen tun kannst, tust, das ist schon bedenklich. Damit hilfst du Nagelsmann und den Bayern, um den großen Bogen rund zu machen, den Bayern sehr. Weil die sagen, pass auf, Nagelsmann wird sagen, wenn ihr euch darauf verlasst, lasst uns bitte unser Spiel, unser Zeug machen. Verlasst euch bitte nicht, dass sie das so weitermachen. Auch wenn sie es wahrscheinlich wieder weitermachen werden. So. Wir können auf die Tabelle mal kurz schauen, denn die spielt genau auf die Situation an, dass es eben gerade für die Bayern, ja, ich würde sagen, der Schaden hält sich noch in Grenzen. Und auch das bei vollstem Respekt für Union und den SC Freiburg. Ich vermute, dass auch die Bayern-Spieler da so ein bisschen auf die Tabelle gucken und sagen, na ja, eigentlich ist ja noch nichts passiert. Wenn jetzt aber Borussia Dortmund durchgezogen hätte, ja, und mit 6x3 18 Punkte wären es und 6 Punkte vor den Bayern wäre, dann hätten wir eine ganz andere Situation. Die Dortmunder müssen sich doch wo auch immer hinbeißen, wenn sie das sehen, was das gerade für eine Chance wäre. Aber die haben doch noch den Zahnabdruck von letzter Saison und von vorletzter und so genau an der Stelle.
Das ist doch das, was Ihnen jetzt wieder richtig zu knabbern gibt, dass der Schritt nicht passiert. Wir müssen den Kader verändern, das muss auch noch ein bisschen wachsen, das kannst du Ihnen noch zugute halten. Und dennoch, wir müssen irgendwo eine Konstanz reinkriegen. Und deswegen holen wir andere Spielertypen. Wir müssen da und von dem müssen wir uns trennen und Umbruch und tralala und neuer Trainer und alles. Und dann geht es genauso hin. In den ersten 6 Spielen holst du dir 2 solche Niederlagen. Zu Hause 3 Tore. Nicht 1, das da mal reinrutscht und der gegnerische Torhüter ist super und alles, sondern einfach 3 Stück gegen Bremen. Und jetzt so eine, und das war schon eine Klatsche. Bei einem, auch noch einem Konkurrenten. Bei Werder kannst du noch sagen, ja, unterschätzt ein bisschen vielleicht, Grubel, Grubel. Leipzig fährst du hin, sagst du, pass auf. Da liegt alles auf dem Tisch vorher, die, oder? Die oder wir ist es doch. Wer soll hier die Nummer 2 sein? Oder wollen wir weiterhin Freiburg und Union machen lassen, was sie wollen? Und dass du das dann an dem Zeitpunkt X nicht hinkriegst, das ist bedenklich, ja. 3 Gegentore haben wir gerade angesprochen. 8-7 ist jetzt das Torverhältnis der Dortmunder nach 6 Spieltagen. Auch ganz kurios. Ja? Normalerweise war das ja eher so eine 19-17-Tore-Mannschaft. Also wir sind gespannt, was es gibt am Mittwoch, wenn Borussia Dortmund nach Manchester fährt und dort auf jemanden trifft. Wie heißt er noch gleich? Ja, schon Manchester City, oder? Eieiei. Gegen Haaland geht es natürlich am Mittwoch und das Spiel werden wir dann am Freitag bei Reif ist live genauestens analysieren.